wollte ich jetzt nicht aufrufen. So. Oder wir hier nochmal schnell holen. Oh, Spitzhacke. Schon sagen. Gucken wir mal, was wir denn jetzt. Also wir brauchen Eisen, das ist klar. Aber wir müssen ja erstmal ein bisschen was an Equip machen. Da liegt noch ein Apfel. So, da muss ich jetzt noch gleich. Habe ich jetzt auf jeden Fall das. Da kann ich die schon mal einfach mal so reparieren, weil. Eisen. Burnen wir das mal. Währenddessen. Denn hier die Mitte. Da. Das ist ja auch sozusagen die Mitte. 1, 2, 1. Ja, das ist eigentlich ganz geil, ne? Machen wir vorne einfach noch eine und dann ist gut. Eigentlich hätte ich es ja zwischen den Bäumen, aber. So, ich brauche Dirt. Jetzt offiziell. Ich habe nämlich gar nichts mehr an Dirt. Nee. Wie kriegen wir denn noch Dirt? Über Dirt-Essenzen, über Trüffel... Okay, cool. Liquid Dirt. Könnte ich rein theoretisch ein bisschen was einschmelzen, ne? Ach nee, das ist ja auch hier. Das ist alles das Gleiche. Crafting. Echt dabei, ey. Palm. Yeah. Rogue Crystal ist toll. Ja, da müssen wir echt Dirt wieder runterkloppen.
Reskin habe ich, Ahorn habe ich nämlich nicht. Ach, vielleicht soll ich nochmal die Dirt-Dinger einsammeln. Das ist ja dämlich. Minecraft? Das sind zwei Schüsse. Dirt, dann baue ich da hinten die Dirt Blocks hin, dann kommen da Äpfel hin, dann habe ich Äpfel, dann können da Äpfel wachsen den ganzen Tag an so einem Zehner-Ding. Ja, hier ist jetzt einfach am YOLO, weil Axt levelt jetzt Stück für Stück so langsam. Ich glaube ich ein pro Block. Deswegen habe ich immer gerne diese Lumber-Mod, ey, die ist cool. Denn nicht, wenn du dich nicht auflassen sammeln willst, dann halt nicht. So, wachsen auf 40 auf jeden Fall. So. Dirt. Apple Saplings. Oh, da muss ich gleich noch ein paar machen. Stimmt, die gehen ja nicht, dafür brauche ich ja Bone Meal. Genau, das wollte ich machen. Was? Bone Meal. Fuck you.
Auch keine Knochen oder so mehr, ne? Bone Meal. Aus dem guten alten. Was ist denn das? Bone Tree. Oder wenn ich Gravier mit Wasser vermische. Aber Gravier habe ich nur noch ein. Dann nehmen wir doch den guten Bone Tree. Trucken uns den an. Na, na, na. Holz kann man immer gebrauchen. Wie war das? Kann man dann eigentlich aus Bone Acorn machen? Bone Block und Bone Ember. Ja, okay. Okay, das macht natürlich Sinn. Sollten wohl genug sein, wa? So. Noch einer von. So, fertig. Jetzt können hier Äpfel wachsen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen hoch ist, aber da können wir uns ja noch hier ein Treppchen hinziehen. Machen wir. Ziehen wir uns hier ein Treppchen rüber. Oder hier außen. So, Holz, Holz. Holz. Treppen. Ja, damit ich da rüberkomme. Oh, ich hasse es. Komme ich da immerhin hoch. Aber ich muss trotzdem, ich habe ja noch davon. Hier nochmal eins hinbauen. Sagen, mach doch einfach, ey. Das sieht kacke aus. Schon viel besser. Eigentlich würde ich es gerne noch ein weiter reinziehen, aber dann ist die Fuck. Aber nö, das ist auch nicht ganz sneaky. So. Wird ja eh rein theoretisch hier alles. Blöd, gelöscht,
I need more of this one. Machen wir erstmal nur ein paar. Jetzt ein Stack sozusagen. So. Passt. Okay. Kann ich da drin lassen, machen wir den Stack noch wieder voll und dann ist gut. Dirt, 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 Metal, Metal, Metal. Tin Ember brauche ich. Rein theoretisch. Gucken wir mal, was draus wird. Hier noch Slabs drin. Ne? Wir können die alle wieder rein. Eigentlich kann ich die auch komplett verfeuern. Eigentlich. Der aber auch wieder komplett wandeln. Im Holz. Zack. Die Hälfte verfeuere ich jetzt. Nein, verfeuere dich. So, dann machen wir nochmal einen 32er rein. Mach hier nochmal wieder Holz draus. So. Ja, gut, Bodenmehl und Co. können hier wieder rein. Jetzt habe ich ja das schon, jetzt brauche ich rein theoretisch noch Pickaxe, so. X-Ad-Head. Und den Rest habe ich. Habe ich ja. Rot und Binding. So. Das kommt ja da rein. Da wäre ja was. Aus Clay war das, ne? Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Bin ich doof? Ach, Stein. Ja, danke. Stone Tool Rod. Pixel Head.
Und Binding. Das ist wahrscheinlich auch alles das, was ich für eine brauche, für eine Pickaxe. Ja, normale Binding. Boom. Boom. I Bronn. Iron, Acorn, Iron, 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 Iron. Tin. Und zwar doof. Ich muss es doch gar nicht gießen. Ich kann es gießen. Also so war. Nee, das muss ich gießen. Iax, ex, gleich gestorben. Molten Clay, ja, da muss ich Clay machen. Ja, ich bin auch echt fertig mit der Welt, ey. So. Clay. Jetzt hätte ich natürlich gerne mit diesen Seared Bricks. Das Grout. Ich esse erstmal was. Würde ich mir natürlich gerne. Das hat die Kräfte und Abfluss. Oh ja, genau. Das muss. Das wollte ich schon immer machen. Ich das denn jetzt rauskriegen? Richtig schön so, mir egal. Er hat ja 1000 Grad. Er nimmt sich hier gerade. Geh doch ab. Zwei, drei. Nein, okay. Stimmt, 5, ja, ich vergesse das auch, ja. Ach doch, jetzt hin, na 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 na.
Wieso braucht er denn auch? Letztes Mal hat er nur so. Ach, das zum Ausführen machen wir wenig. Ich bin auch fertig. Da, 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 da. Ich hätte auch noch mal einen Lava-Eimer. Was, Water? Fick dich. Ja, okay, jetzt habe ich Obsidian. Oh, dieses Spiel, Alter. So. Zwei. So, dann haben wir das auch. Her. Hingehen. Und schön hier die Pickaxe. Ah, muss es halt nur die sortieren, ne? Hoppala. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was, ob das wertvoll ist, das so zu machen, aber. Na, ich habe immerhin Obsidian jetzt schon. Das ist ja schon mal der Wahnsinn. Craft in Iron Bucket. Ja, dafür brauche ich aber noch mehr Eisen. Nehmen wir das dann nächstes Mal raus. Iron, Iron, Iron. Clay brauchen wir. Na 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 na. Ja, die habe ich mir gegeben, weil es mir zu doof. Die Wither Bone. Ja, ich gebe mir jetzt Wither Bones, ist mir zu doof. Wieder. Nekromant. Aber wie repariert man die denn? Gar nicht? Keine Ahnung. Na 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 na.
So. Jemand noch Nüsse? Na, reicht doch schon mal wieder für 4 Stück. Und zack. Na gut, Obsidian kann hier mitreiben, weil halt so. Finde ich, braucht man nicht. Lied Emma alleine. Ja gut. Ach nee. Interessant. Dann. Mal gucken. Right. Das ist alles, was irgendwie wie Redstone aussieht. Wilde Bären, Red Dye Powder, Red Dye Water Bottle. Roserot, Wildbeeren. Was?
So geht das hier aber nicht. Die Offhand. Man weiß ja nie, ne? Ich denn? 2-3. So, dann haben wir davon 3. Ein bisschen Glas habe ich hier oben auch schon. So. Oh, sogar 3 Flaschen, das ist sehr gut. Und Lapis Lazuli. Dafür brauche ich Clay und Bone. Mal die Clay Saplings mit. Dann einmal Bone Saplings. Das Bone Meal. Meine ich doch, Clay Acorn müsste ich auch noch irgendwo haben. So. Na 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 na. Ja, gerade mal gucken, wir brauchen das ja gerade. Was das Age of Enchantment denn sagt. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen heftig. Na gut, die Eggs könnte man natürlich auch schon craften. Das ist ja Tool Forge. Da brauchst du Block of Iron und die großen. Block of Iron brauchst du so viel. Das ist zu krank. Du deine Pexel.
sehe noch nicht mal. Bonsai-Pot. Brick. Fünf Bricks, also ich brauche fünfmal Clay. Ich habe aber nur zweimal Clay. Ich glaube, würde ich sagen. Hallo? Na. So. Und weiter geht's. So. So. Clay. Zack. 12, das ist gut. Fünf brauche ich rein theoretisch. Clay, Cotton, Coal, Purified, Dirt.
Holz. Holz kann ich jetzt hier noch mal. Zack, 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 zack. Ja, meinetwegen, hier war ja der erste. Hier kommt ja Dirt. Also. Bitte, was? Geil ist das denn? Tin, Cotton, Apple, ich hätte gerne aber Dirt. Das heißt, wenn ich... Also... Was? Ja, dann nehmen wir halt Dirt. Ganz anderen Kram haben wir nämlich alles nicht. Aber wahrscheinlich nicht mal Dirt. Heißt aber, rein theoretisch, kann ich doch jetzt aufhören heraus. So, und dann kann ich hier rein theoretisch den Bonsai hinstellen. Er schwebt jetzt. Hätte den jetzt schon gerne ebenerdig, ne? Das war jetzt nicht beabsichtigt, ne? Das weiß ja wohl jeder. Ja gut, dann lasse ich das hier offen sozusagen, als wenn ich irgendwann nochmal was mache. Na, na, na.
noch ein. Dann haben wir hier schon mal so ein bisschen Untergrund. Oh, habe ich alle verbraucht. Wir müssen mehr craften. Cobblestone haben wir jetzt ja im Überfluss. Zwei, drei. Erstmal. So, ich höre mal nebenbei ein bisschen, ach, das wollte ich gar nicht, Moriton Manor. Jetzt müssen wir uns auch noch eine Zelle teilen. Zellteilung kenne ich eigentlich nur aus der Biologie. Ich bezweifle, dass Sie wirklich wissen, wie Zellteilung funktioniert, Moriton. Selbstverständlich, Sie nehmen eine Zelle und die teilt sich. Und dann haben Sie zwei Zellen. Ich bin nur Chirurg, ich würde sagen, das stimmt. Ich könnte uns einfach hier rauf. Wie wäre es vielleicht als erstes? Es ist nur eine Idee, ich weiß nicht, ob Sie alle damit einverstanden sind, Monsieur. Aber vielleicht, indem Sie einfach die Zellentür öffnen, könnten wir rausgehen. Es ist nur eine verrückte Idee. Ich versuche tatsächlich einfach die Tür so aufzumachen. Ja. Aber die Zelle ist doch natürlich abgeschlossen. Nö. Ja, dann nö. Winston, also, ja, du rüttelst Monsieur dran, Tesserac, aber es geht nicht. Monsieur Tesserac. Ich kann Ihnen nicht helfen. Jede Frau, die etwas auf sich hält, hat doch einen Kessel, um dem Mann einen guten Tee zu machen, eine Suppe, vielleicht auch mal ein Käsefondue. Ich bin keine Frau! Vielen Dank für diese wichtige Information. Kein Problem. Madame, dürfte ich Sie vielleicht Tia nennen? Ist ein schöner Name, Tia. Bitte darum. Tia, nun, Dankeschön. Es ist ja Folgendes. Ich würde wirklich Ihnen gerne helfen, aus dieser furchtbaren Situation zu kommen. Allerdings müsste ich noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Haben Sie einen Mister? Gummer. Nein, das Glück hatte ich nicht. Na, was für ein Glück. Also natürlich nur, dass nicht noch jemand sich schreckliche Sorgen macht. Frau Monsieur, Madame. Entschuldigen Sie, ich bin etwas durcheinander. Lord Grey, können Sie vielleicht ganz kurz, ich muss etwas trinken. Sie haben nichts zu trinken. Beruhigen Sie sich doch erstmal. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen jetzt unter uns? Ich bin nämlich auch, das kann ich hier wohl sagen, ein sehr bekannter Zauberer. Hab ich Sie damals nicht auf in der Walpurgisnacht gesehen auf dem Blocksberg? Würfel auf Lügen. Oh. Nils. Ich sehe dich auf dem Blocksberg. Du hast es geschafft wahrscheinlich. Ne? Ja. Was Scham, Scham? Scham, ja. Scham, Scham, Mental- und Lassbarkeit. Außerdem soll ich einen Mann verhext haben. Vielleicht ist er Ihnen gerade begegnet. Nun, Sie haben zumindest einen Mann verzaubert. Das ist das Schäbige. Haben Sie denn einen Anwalt oder irgendeine Form des Prozesses hinter sich? Sie treffen den perfekten Punkt. Und welcher das ist, sehen wir nach einer kurzen Werbung. Sind gleich wieder da. Ich hoffe, die Anwälte.
Na gut, aber weg müssen wir hier und wir lassen die Dame doch jetzt nicht hier, nachdem wir ja, die ganze Zeit... Natürlich lassen wir die Dame nicht. Wir werden sie auf jeden Fall mitnehmen. Aber dann sie doch beweisen meine Unschuld. Wie alt sind Sie denn eigentlich, werte Dame? 25. 25, das ist nicht zu alt, um adoptiert zu werden. Ja, in unserer Zeit. Wissen Sie, ich habe ein großes Schloss und ich nehme Sie gern in meine Obhut auf. Sie können sich um meinen Sohn kümmern und ihm eine gute Stiefschwester sein. Kind. Und wenn Sie irgendjemand heiraten möchte, dann erwarte ich selbstverständlich eine prächtige Mitgift. Würden Sie mitkommen? Ich kann nicht hier raus. Ja, selbstverständlich, wir haben doch einen Schlüssel. Ich ziehe langsam den Schlüssel hoch. Aber wenn ich hier rausgehe, ich werde entdeckt und dann bin ich tot. Ja, Sie sind doch sowieso tot, gute Frau. Sie sind kurz davor, auf dem Scheiterhaufen zu brennen. Wissen Sie, wie schmerzhaft das ist? Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Jetzt machen Sie der Dame doch nichts an. Sie wollen sie doch offensichtlich ist die arme Frau doch nicht bei Sinnen. Wir machen mal alle eine Probe auf mentale Belastbarkeit. Sie fängt richtig bitterlich an zu weinen, als du ihr sagst, dass sie sterben muss. Bitte, halten Sie durch. Sie schluchzt ein bisschen. Bitte, bitte. Okay. Ich möchte nicht sterben. Niemand bitte sterben. Soll ich hier bleiben bei Ihnen? Bitte nicht. Wir könnten Sie genauso gut mitnehmen. Ich könnte sagen, es ist meine Cousine. Sie will nicht aus mit. Der Ukraine. Und dann werden wir damit die Unschuld dieser Dame beweisen. Das ist ein Plan. Und dann wird sie sich in mich verlieben. Das wiederum ist vielleicht noch... Also erstmal werde ich sie adoptieren und wenn sie dann heiraten wollen, dann müssen sie mich erst um Erlaubnis fragen. Sie krabbelt fragen. So in die Ecke der... Haben Sie keine Angst. Und ich sehe auch den Scheiterhaufen. Ja, genau. Er hat die Tür geöffnet. Ihr steht jetzt in der geöffneten Tür und dieser Scheiterhaufen ist vor euch. Den werden Sie nicht gebrauchen. Oh, Alter. Aber dieser Haufen Holz, ich weiß überhaupt nicht, wofür der nötig sein sollte. Die Leute gucken dich so ein bisschen. Die Leute gucken dich so ein bisschen irritiert an. Verrückt vor Liebe. Ignorieren Sie den Mann, er ist verrückt vor Liebe. Ja, es regnet. Das Wetter ist grausig. Also jetzt bei Tag sieht der Ort, ja, lass mich mal beschreiben. Das Holz wird nass, wenn es regnet. Ja, das Holz wird nass, wenn es regnet. Danke, so ist es bei Regen. Du wirst nass, Häuser werden nass, der Boden wird nass, alles wird nass, wenn es regnet. Natürlich, Sie haben recht, das Feuer wird nicht brennen. Das Feuer wird nicht brennen, solange es regnet. So, es regnet. Der Ort... So. Das ist doch logisch. Ja, das wissen die Leute aber auch. Die sind sehr dumm. Oh, es riecht wie die Alraune, die köstliche Alraune, die ich letzt aß. Oh. Kraftmann, holen Sie auf, den Topf auszulecken. Monsieur Tesserag, Lord Grey, ich glaube, nun ist er vollkommen durchgedreht. Nun, ich denke, er war in diesem Zustand schon seit geraumer Zeit. Es ist ihm lediglich nicht aufgefallen, weil Sie, nun sagen wir es, wie es ist, nicht der Klügste sind. Haben Sie was gesehen? Die Dame, avec les yeux. Les yeux. Da. Oh, Sie sind, warten Sie, ich gehe kurz hin. Ich gehe außenrum hin. Ich gucke derweil tatsächlich, ob ich irgendwo eine Tränke sehe. Also eine große Tränke. Ja, ich komme doch gerade zu dir. Wieso gehst du jetzt? Ich stehe doch in der Tür und gucke nicht. Boah, guck mal. Alter Schwede, geil. Mein guter Freund, Sie sind doch sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht so schlecht. Ich stehe schon nicht mehr da. Mhm. Was? Schon weg. Falls Sie vergessen haben, Sie scheinen ein wenig verändert, seitdem wir Tia getroffen haben in Zelle. Tia. Aber haben Sie nicht Medizin? Was? Homöopathie? Sind Sie kein Arzt? Na, bien sûr, was ist das für eine blöde Frage? Würden Sie vielleicht noch einmal dieses Gekotze da vielleicht untersuchen? Auf Medizin? Würfeln Sie doch Medizin! Hier, schauen Sie doch. Sie können gerne diesen Besen untersuchen. Denn Sie kennen sich ja mit sowas aus. Ist einfach göttlich, ey. Die sind einfach der Wahnsinn. Toll. Sie haben ja wirklich nichts verlernt. Bitte sehr. Danke, Jeff, für diesen Besen. Gehen wir weiter. Ich habe ihm doch gesagt, das ist einer der besten Butler, den Sie bekommen können. Der Mann weiß, kennt seine Besen. Ja. Ihr erreicht jetzt das Haus. Das haben Sie sehr gut gemacht. Haben Sie dem Schnösel schön gezeigt, dass Sie wissen, was ein Besen ist. Ne? Also es sind so Holzläden quasi, die sonst ja so nach Wahrheit aufgehen, sind zugezogen. Von innen scheint ein Riegel davor zu sein, weil ich nehme an, ihr wollt mal testen. Wenn ihr rüttelt, dann gehen die nicht auf. Na gut, ich stelle die Frage, wo soll ich hinschießen, um diese Türen hier aufzubekommen? Nun lassen Sie doch mal Ihre Schießwut. Ja, wie denn sonst? Alter, Sie sehen doch, das Haus ist verlassen. Na, wo hat uns das hingeführt, dass Sie ständig Ihre alten greifenden Hände in Richtung des Revolvers touchen müssen? Krass, Blau, Ruby, Rettmulch, Sie sitzt mit dem Rücken zu euch und scheint irgendwas zu machen. Vorsicht. Kleines Mädchen! Mann, Entschuldigung, Mädchen. Entschuldigung,
Ich keine Angst, darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich. Hm. Nicht wundern, ich habe noch 3 Männer dabei. Wir alle verstehen. Nee, das verstehe ich nicht. Wie sie ist weggegangen. Freiwillig mal. Mama sagt, weil der Wirt so stinkt. Oh, das wird sein. Anneliese, hat deine Mutter vielleicht noch etwas gesagt zu dem Wirt? Nein. Hat deine Mutter vielleicht zu viel? Wie Leiter Hau gesagt, folgt dem Hinweis, den du entdeckt hast. Ja, auch das mit dem danke sehr, Anneliese. Nun, ich fand diesen Ansatz von Monsieur Tesserac, wie hieß sie, Ruth Wünschel, die Schweizerin. Nein, es ist eine Wünschelroute. Das ist eine gute Idee, aber besteht nicht auch die Gefahr, dass wir uns damit sehr angreifbar machen, wenn wir hier mit einer Leiche und diversen Beweisen gegen die potenzielle Mörderin entdeckt werden? Wir sollten auf gar keinen Fall mit einer Leiche durch dieses Städtchen hier laufen, aber möglicherweise gibt es einen Ort, vielleicht ein Versteck. Eine bei Mine vielleicht. Ja. Und ich denke, er will einfach eine alte Rechnung mit uns machen. Welches Interesse könnte denn Herr Strauß haben, dass wir hier in dieses Dorf kommen und diesen Fall lösen? Es ist doch verrückt. Er weiß doch, zu was wir in der Lage sind. Ja, vielleicht möchte er unser Unvermögen bloßstellen. Vielleicht hat er auch zu viel Sherlock Holmes gelesen. Kennen Sie die Romane? Kennen Sie Dr. Moriarty? 100, 300. Ah, ja. Das ist ein guter Freund von mir. Ja, sehen Sie. Was halten Sie davon, wenn ich mich jetzt mal anziehe, wie Herr... Nämlich Dirt und Bone Meal. Einfach mal schauen, wie sich die Situation dann entfaltet. Na gut, dann machen Sie das doch. Dann sprechen wir Sie also jetzt auch als Hoff an. Machen Sie das, Sie wollten ja schon immer mal in einem anderen Mann stecken. Na, ich hatte eigentlich gedacht, das könnten Sie sein. Ja, ihr kommt in den Keller und Tiatel sitzt weiterhin in ihrer Zelle. Hallo. Tia. Ti-amo, oh, ti-amo. Pardon, ich hab mich kurz... wie geht es Ihnen, Mademoiselle? Oh, der wächst da raus. Ich merke das auch. Ich brauche Ihre Hilfe, ich denke, Sie wollen... Ich hab das Gefühl, auf dem Blocksberg passiert etwas. Nun, dieser Blocksberg. Entschuldigen Sie, dass ich das kurz frage. Dürfen Hexen heilen? Entschuldigung, es war nur ein Gedanke. Dieser Blocksberg, wo befindet er sich? Sagen Sie, muss man eigentlich studieren, um Hexe zu sein? Auf Magister? ich wusste, dass das was kommt. Begleitet ihr uns auf den Blocksberg, um diesem Fall endgültig die Maske der Verdorbenheit runterzureißen und in die Wahrheit zu blicken? Leute sind im Moment zögerlich, so manche so, ja, ja, und andere so, ich dachte, wir verbrennen Alte. Verbrennen wir die Hexen! Nein, ja, okay, doch, aber die verbrennen Hexen. Wir alle! Die richtig, nein, nicht alle. Ich mag den Enthusiasmus mal hier. Ja, ja. Irgendwer brennt auch schon. Also am Rand rennt so irgendeiner völlig panisch rum in Flammen. Jetzt nicht. Auf zum Blocksberg! Ein riesiges Tor tut sich über dem Feuer auf. Moment. Okay. Nichts Moment, das passiert. Du kannst das nicht momenten. Ha! Ha! Ja, du. Oh Gott, es passiert. Das war schlecht. Es scheint ein mystischer Gegenstand. Alter. Das finde ich jetzt so krass, das ist geil. Das ist das erste Mal, dass ich sterbe. Ja, ich dachte auch kurz immer. Oh mein Gott, das ist nicht unmöglich! Ich muss sagen, du Kroja, ja, bleib mal, ich weiß nicht, was ich hier sehe! Vamos, ich will nach Hause! Ist ja gut, ist ja gut. Ich möchte mich erschießen. Ich schreibe meine Sachen aus. Ich zieh meine Klamotten aus. Ich renne. Oh Gott. Ich beeile mich. Ich gehe zu Tiago. Ich halte ihn an. Aha, und damit endet unser Abenteuer für heute. Weil du wolltest unbedingt, dass deine Liebe es macht. Du bist dafür verantwortlich. So. Alter, Nils, ey. Hab ich denn hier? Ich habe jetzt noch 6. 6 mal 5 sind 30.
Packen wir mal gerade alles zurück. Ja. So, die muss ich mir jetzt hier noch so ein bisschen Fertilize herstellen. Gut. Damit lässt es sich doch jetzt schon mal arbeiten.